Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avorion. Ich glaube, es war die 146, ich bin mir aber nicht ganz sicher, kann auch die 144 sein. Aber das spielt ja nicht so eine große Rolle. Wir wollten nach Ost-Nordost, ausgerichtet ist schon. Wir wollten aber noch vorher bei den Jägern vorbeigucken, ne? Also, die konnte man hier irgendwo bauen, ne? Kann ich das irgendwo erkennen? Wo die sind? Ist das? Ne, ist eine Waffenfabrik. Und die ist auch vielleicht ganz interessant, oder? Schauen wir mal gerade kurz rein. Ah, dürfen nur keine Geschütze, kommen sie wieder, wenn sie Beziehungen, okay. War da noch was, Crew-Angler, Schützegüter? Ne, können wir ja nicht. Gut, okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch die Jäger nicht bekommen, weil wir ja auch hier keine Jäger kaufen dürfen dann. Solarpanelfabrik, da ist ein Tor. Metallplattenfabrik. Ja, nützt nix. Machen wir gerade diese Karte auf und gehen mal auf die Raumjägerfabrik. Und dann mach die Karte zu und dann schauen wir mal, wo der hinzeigt. Da ist es ja. F. Metallplattenfabrik. Habe ich irgendwas gerade verpasst? Ich habe doch auf die Raumjägerfabrik geklickt, oder? Jetzt habe ich auf jeden Fall auf die Raummega-Fabrik geklickt. Und die ist da. Und wenn ich da jetzt reingucke, dürfen die es nicht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dann nicht. Dann Nordost-Nord. Nordost-Nord. Da unten, oder? Ja. Gucken wir mal, wer da zu Hause ist. Einmal schnell voraus, schauen wir da rein. Haben wir schon die Karte angeguckt? Ich glaube nicht, gucken wir gerade einmal schnell in die Karte, ne? Okay, das ist klar. Fliegen wir durchs Tor da, was so schick, ja, grün-gelb leuchtet. Ja, Update gab es auch. Ein bisschen Sachen haben die da wieder gemacht. Ja, vor allem so, ne? Wirtschaftliche Sachen haben sie was verändert und ja, eine Station weiß halt, dass 25 Sektoren um sie rum irgendwie was gut oder schlechtes ist, ne? Zum Beispiel, dann ändern sich dadurch die Preise und sowas und ja, diverse andere Dinge haben sie auch noch gemacht. Man kann das ja nachlesen dann, ne? Gibt's ja Patch 029 war das, glaube. So, jetzt gucken wir am besten erstmal nochmal hier rein. Frachter, Zerstörer, Chemikalien, Gemüse, Mais. Nach Avorion Brass Beta. Okay. Das bedeutet, wir gucken mal hier auf die Karte und wollen nach Norden fliegen, oder? Wie sind jetzt die Beziehungen zu denen hier? Das ist noch eine gute Frage, oder? Das ist unser Schiff. Achso, wir sind noch in der Dingenskarte. Allianz, Beziehungen sind neutral, okay. Mhm. Fliegen wir mal nach Nord. Nordost. Ja, hier war ja nichts Interessantes in dem Sinne, ne? Dürfen wir, wenn wir neutral sind, mit denen handeln? Ich glaube nicht, ne, oder? Warte mal, wir haben ja hier eine Gemüsefarm. Gemüse dürfen wir mit denen auf jeden Fall handeln. Gibt es denn hier auch was? Chemikalienfabrik wäre es, wenn. Wo ist die? Da. F. Die dürften mit uns auch. Aber vielleicht, ach shit, nicht nochmal drücken. Vielleicht ist das ja, ne, mit so simplen Waren immer machbar. Habe ich jetzt nicht raus bei dem anderen. Aber wir fliegen jetzt einfach durch das Tor und gucken erstmal weiter. Da links wäre wieder Tritium. Wir werden es gleich erfahren, wenn wir bei der nächsten, beim nächsten Sektor sind und da die dementsprechenden Stationen sind, ne?
Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Kommen wir durchs Tor. Alles ist gut oder auch nicht. Das ist Ressourcendepot. Ja, das können wir ja auch handeln. Okay. Da ist eine neue Fraktion aufgetan, die wir jetzt nicht unbedingt sehen, wie wir mit denen doch Beziehungen schlecht. Alles klar, da brauchen wir da nicht hinfliegen. Gucken wir gerade erstmal hier rein. Handelsposten. Ja, da sind wir weggekommen und da geht es dann dahin. Und das ist ja jetzt nicht so prickelnd dann, ne? Okay. Ich fliege trotzdem das Tor an. Da ist es. Die Handelsstation ist gleich neben uns. Was sagen die denn so? Ah. Neutral darf auch keine Geschäfte mit uns machen. Jetzt wissen wir das schon mal, ne? Und dann fliegen wir da erstmal hin. Und cool, wie die Station jetzt hier neben uns hergeht, oder? Ist hier ein interessanter Asteroid da drin? Nee, ne, der sieht da nur so aus, oder? Ja. Ist nichts Besonderes, alles klar. Ja, die Beziehungen zu denen sind natürlich schlecht, aber ich glaube nicht, dass die uns gleich da angreifen werden, oder? Gucken wir mal, was der Sprung so bringt. Oh, Kriegsschiffe gibt's hier. Ich glaube, wir fliegen dahin. Gibt es einen Handelsposten noch von denen? Ja. Ich glaube, dann lassen wir das soweit, ne? Und fliegen einfach dahin. Beziehungen sind halt schlecht. Gucken wir, wo wir da rauskommen. Wenn wir weiter nach Norden fliegen, ne? Ja, da rechts ein größerer Asteroid, ne, oder? Ne, ist auch nichts Besonderes. Zack, da weiterhin. Orange ist halt schlechte Beziehung. Rot ist dann wahrscheinlich gefährlich. Sehr schlecht, weiß ich nicht, wie die sind, aber vielleicht auch feindlich. Könnte sein, muss man gucken dann. Aber wir fliegen da erstmal rein und gucken dann weiter. Mal dran und schauen, was dahinter ist. Vielleicht gibt es ja dann auch mal wieder eine Fraktion, die da in der Nähe ist, die uns wohlgesonnen ist. Schwierig allerdings. Ja. Das Tor ausgewählt, da geht's hin und dann schauen wir da weiter. Wo kamen die denn jetzt da unten alle weg? Irgendwas verpasst? Die sind gerade reingesprungen, oder? Wir haben aber nichts mit denen zu tun, ne? Wir fliegen da einfach nur vorbei, oder? Oh, oh. Jo, das hat nicht geklappt. Ich dachte, wir kämen da vorbei. Was ist das denn hier? Schickes, Asteroid zum Claimen, oder? Wo ist er denn jetzt? So, der ist im Abbauen. Das will ich aber gar nicht. Wo ist denn das Ding jetzt, den ich jetzt ausgewählt habe?
Hä? Bin ich denn jetzt? Ach, da ist er. Okay. Hier ist gefährlich, wie wir gerade merken. Aber ich möchte schon gerne diesen da noch claimen. Ich hoffe, wir kriegen gerade keinen auf die Mütze. Sieht jetzt aber auch ein bisschen komisch aus, wie das Teil sich da bewegt, als ob hier zu viel im Sektor los ist. Ich hoffe, wir kriegen keinen ab. Da ist er. Warum der sich so bewegt, keine Ahnung. Ich komme, glaube ich, nicht näher ran, weil der so komisch jetzt gerade unterwegs ist. Das ist aber doof. Was ist denn hier los? Oh, da ist noch ein anderes Metall, oder? Sunion. Oh, das müssen wir haben. Egal, was hier los ist. Dann mal eins aus und zwei an. Das bauen wir mal gleich ab, oder? Kriegen wir da was von ab oder nicht? Ja, kriegen wir. Aber minimal nur. Wir sind schon dran vorbeigeflogen, cool. Tja, ich glaube, damit ist jetzt hier unser Abbauding da kaputt, ne? Also kaputt nicht, sondern nicht ideal dafür, deswegen kriegen wir da nichts raus. Tja, und leider ist dieser Dingens hier auch so falsch unterwegs. Sieht natürlich jetzt gerade krass aus mit der Schießerei da hinten, ne? Kriegen wir da was raus? Nicht mit dem Laser. Doch, da haben wir eins gekriegt. Einzelstücke, ne? Ja. Den haben wir jetzt abgebaut. Nee, P wollte ich drücken. Da haben wir jetzt einen von gekriegt, mehr auch nicht. Das ist sehr schade. Er driftet jetzt hier, dieser Dingens driftet da jetzt so lang, ne? Kriege ich den jetzt doch da vielleicht mich in die Nähe bewege? Kann ich den dann doch abquetschen? Wahrscheinlich nicht, oder? Der bewegt sich jetzt einfach hier so durchs All. Jetzt geht das, oder? Ich komme auf jeden Fall nahe dran. 17, da geht F interagieren, das ist cool. Einnehmen. Und jetzt wieder F interagieren und wir geben das hier dieser Fraktion und dann
hat sich das gleich verbessert. So, und dann weg hier, weil hier wird es gerade so laut. Ja, jetzt sind die nicht mehr, glaube ich, orange, jetzt sind die schon gelb. Das heißt, Beziehungen haben sich verbessert. Gut, okay, jetzt müssen wir nur gucken, wo hier was ist, wo wir weiter können. Nach da geht's, also es gibt ein Tor, welches wir dann aussuchen können. Dann nehmen wir das Tor nochmal in Angriff. Da ist es. Und fliegen da mal hin. Aber wahrscheinlich ist das eine Sackgasse, aber das sehen wir dann, wenn wir durchgeflogen sind, ne? Vorher sehen wir das nicht. Da sind Orange und die anderen sind gelb geworden. Weil wir denen den Asteroiden verkauft haben. Naja, ist ja auch nicht verkehrt gewesen. Wäre natürlich besser gewesen, den jemand anders zu geben, aber es gab ja nur die eine Fraktion zur Auswahl, ne? Wäre vielleicht besser gewesen, einer Neutralen das zu geben, dann wären die Beziehungen vielleicht besser geworden, dass wir mit denen handeln können. Aber naja, dann ist das halt erstmal so. Schauen wir mal, was in dem grünen Sektor los ist. Ist natürlich vor diesem Riss da. Und hier sind sie. Ah, da kann man doch rüberspringen, okay. Dann geht's ja, oder? Ich würde dann dieses Tor auch favorisieren. Hier ist jetzt nichts groß drin los. Ist das auch wieder so ein... Ne, das ist eine Erzmine, okay. Ja, dann... Da ist auch eine Erzmine. Was ist das? Aber mit denen können wir sowieso keine tollen Sachen machen, ne? Dann müssen wir halt gucken, dass wir einfach wegkommen, ja. Dann müssen wir das Tor, was da hinten ist, nehmen, was da so, ne? Knapp daneben. Da ist es. Schauen, dass wir hier durch die Asteroiden durchkommen. Wir müssten dann zusehen natürlich, dass wir bessere Dingens kriegen. Wie heißt es? Bessere Abbauer, die dann auch diese neuen Stoff abbauen können. Okay, gut, dass wir da vorbeigekommen sind. Also ein bisschen dagegen steuern, dass wir da durchkommen. Geht das so? Ich glaube schon, oder? Ja. Mit einem Drift hinein. Und dann schauen wir mal, was dahinter ist. Wir sind dann über den Riss, glaube ich, drüber weg, der da war, oder? Ja. Aber noch gelb. Jo. Da gibt es zwei Richtungen, wo es weitergeht. Und... Hier bewegt sich alles, ne? Ist das ein Schiff oder was? Eine Kupfermine, die durch die Gegend fliegt. Irgendwas ist mit dem Update dann doch nicht so toll gewesen. Kann das sein? Ost, Nordost. Ja, das wird unsere Richtung sein, ne? Gut, aber da machen wir, denke ich, mal in der nächsten Folge dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Übrigens, habt ihr kein Abo? Macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr ein Video mit, wenn ich es hochlade. Und Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Alles klar, bis dann. Tschüss.